Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ja, Cakes and Cookies, dem neuen DLC für den Cooking Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir einen leckeren hier selbstgemachten Erdbeerkuchen gemacht. Ja, da hätte ich das ein bisschen von der Füllung her, glaube ich, anders machen sollen. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Euch hat die Folge gefallen. Vielen Dank für die ganzen Kommentare und ihr habt mir noch mal ein bisschen aufgeklärt bezüglich der ganzen Punkte, die man hier hat. Also, wir haben ja hier oben rechts, ich kann leider nicht mit der Maus drauf zeigen, oder? Doch, kann ich. Wir haben einmal das Budget, ne? Das ist, glaube ich, Geld. So, das sind Bug-Punkte und das sind Perk-Punkte. So, bedeutet, beim letzten Mal konnten wir ja die ovale Kuchenform nicht kaufen, weil, ich zeige euch das mal hier, Kuchenform, und zwar brauchen wir manchmal Geld für gewisse Sachen und für manche brauchen wir Bug-Points. Ne, das ist der Unterschied. B ist quasi das und Bug-Points sind die, wir uns erarbeiten, wenn wir Sachen verkaufen, glaube ich. So habe ich das verstanden. Zusätzlich bekommen wir halt immer diese Dinge, das ist quasi unser Geld und Perks. Perks können wir halt hier freischalten. Und wo war das jetzt hier? Perk Hub. So, eine ruhige Hand habe ich schon gemacht, schnell zu Fuß. Das haben wir schon freigeschaltet. Wir haben noch 150 weitere. Und die Zeit vergeht langsamer. Guck mal, das schalten wir jetzt auch nochmal frei. Jo, das setzen wir jetzt ein. Das heißt, immer wenn wir, glaube ich, ein Messer quasi benutzen, dann friert die Zeit ein. Hat, glaube ich, so einen Matrix-Effekt oder irgendwie sowas. Und ihr habt auch geschrieben, dass wir diesen Ahornsirup Kuchen machen sollen, aber den hier können wir nicht. Ne? Wir brauchen 50 Punkte, um das freizuschalten. Was ich heute mal testen werde, ist, dass wir heute mal Kuchenteig kaufen. Nämlich, es gibt auch die Möglichkeit, Kuchenteig zu kaufen. Ne? Wir haben einmal hier Schokoladenkuchenteig, Cookie-Teig und Krapfenteig. Ne? Das heißt, wir können auch fertige Produkte kaufen. Das werden wir uns einmal machen. Da werden wir das Ganze bestellen und dann ist das Ganze gleich da. Ihr seht, das ist jetzt oben von dem Guthaben abgezogen worden. Wir brauchen Bugpoints, um neue Rezepte freizuschalten. Der Tag neigt sich auch langsam dem Ende. So, die Bestellung ist eingegangen und dann werden wir mal hier den ganzen Kram hier einmal aufnehmen. Wir haben einmal hier den Teig, zack, den und den. So, heute kaufen wir mal Teig und machen keinen selber. Schokoladenkuchenteig, Cookie-Teig und Krapfenteig. So, Krapfenteig können wir hier direkt mal verarbeiten. Das heißt, heute haben wir ein bisschen was gekauft. Guck mal, wir haben noch Churros-Teig. Hä, wieso haben wir noch Churros-Teig? Kann doch gar nicht sein. Kann man das auch entleeren? Warte mal, wir machen mal diesen Aufsatz hier. Krapfen. Kann man das hier irgendwie wechseln? Warte mal. So, das haben wir jetzt gewechselt. Und jetzt können wir, glaube ich, den Krapfenteig wieder hier reinpacken. Hurra. Dort. So. Jetzt haben wir selbst gemacht. Aha. Toll, jetzt haben wir das kombiniert. Das ist ja blöd. Wollte ich ja gar nicht. Egal. So, machen wir lecker Krapfen. Fupp. Leckere Krapfen, ne? Die werden wir dann auch machen. Ich soll mir auch die Zeit immer genau anschauen. Manchmal überlese ich da was. Aber mich freut es, dass es euch belustigt. Und ich finde das Spiel auch nach wie vor richtig, richtig geil. Auch das neue DLC, es macht richtig Spaß. Wenn ihr das auch haben wollt, ja, schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist natürlich alles drin. Jetzt haben wir so ein Kombinationsding gemacht. Aber warum ich jetzt die Churros da nicht mehr rausbekommen habe? Wahrscheinlich habe ich es wieder nicht richtig gelesen. Aber wir machen jetzt mal selbstgemachten Krapfen hier. Mit ein bisschen Churros-Teig gemischt. Mal gucken, wie das den Leuten mundet. Und da haben wir einiges. Heute dann mal ein bisschen was von der Stange. Weil ich wollte das auch einfach mal testen. Kann man... Ach ja. Weil, wisst ihr, wo ich hätte das leeren können? Hier. So. Jetzt ist nämlich leer, ne? Ach, feels bad, man. Ich vergesse das immer. So, 1 Minute 50, glaube ich, war das Ganze hier, ne? 1 Minute 50, glaube ich, war es. Mist. Ich hätte da mal lieber schauen sollen. So. Zack. So, dann schalten wir das mal ein hier. Und dann geht das Ganze mal hier ins Frittierbad. So, jetzt muss ich mir wieder meine ganzen Dinger suchen. Wir hätten auch Krapfen backen können, wollten wir aber nicht. Jetzt geht's wieder los. Ihr habt's prophezeit. Und jetzt suche ich wieder hier die ganzen Formen hier, die ich so schön hab einsortiert. Das ist auch Krapfen. Nee, das ist Kekse. Das ist Krapfen. Ach, guck mal hier.
Das ist auch Kapten. So. Bedeutet, wir können jetzt hier den Cookie-Teich nehmen. Ne, können den jetzt hier einfüllen. Das heißt, da werden wir ein paar leckere Kekse backen. Heute mal von der Stange, ne, weil ich wollte das auch mal ausprobieren. Und euch auch mal zeigen, dass man das auch durchaus machen kann. Da bleibt noch ein bisschen was übrig. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Und dann haben wir noch lecker Schokokuchen. Da haben wir noch eine weitere Form. Die können wir auch noch verwenden. So, und dann werden wir das Ganze dann auch nochmal fertig machen. Ich bereite das hier schon mal alles vor. Hup. Und dann werden wir den Tag dann auch verstreichen lassen und werden das Ganze dann fertig machen. Ah, ja, guck mal, das ist noch schön hier am Frittieren. Da warten wir mal eben kurz, bis das Ganze fertig ist. Ich hole mir mal den Topf. Wo habe ich den jetzt schon wieder hingepackt? Ach, da ist ein Topf. Ja, mit dem Topf kann man nämlich super Sachen transportieren. Oder auch mit dem Blech, das würde, glaube ich, auch gehen. Mal gucken, ne? Wie die Krapfen dann gleich werden. Die werden wir dann gleich garnieren, wenn das Ganze fertig ist. Fahren wir das mal hoch. Das ist ein bisschen goldgelb, ne? Ja, ist doch okay. Hör mal auf zu bimmeln hier. So, ich würde sagen, die könnten doch mal ein bisschen, ne? Wir fahren die nochmal ins Frittierbad hier. Ein bisschen warten wir noch. So. Die müssten gleich fertig sein. Ich hoffe, die werden nicht allzu schwarz. Ja, ich hätte vorher drauf gucken müssen, ne? Ich hab's vergessen, Leute. Aber ich meine, da stand 1 Minute 50. Machen wir es mal aus hier. Ja. So, jetzt haben wir nämlich den Salat. Die waren nämlich zu lange drin. Ah, Mann! Nee! Oder? Ja, die sind, glaube ich, doch gut. Ja, kann man doch essen, Leute. Kann man doch essen. So, werden wir mal gucken, dass wir hier so ein paar aufnehmen können. Heute mal ein bisschen was von der Stange. Und mit dem Topf, das geht echt sehr gut, ne? Vielen Dank nochmal für den Tipp. So, ich packe die erstmal hier hin. So, dann werden wir auf jeden Fall mal den Kuchen machen. 150 Grad, 450. So, 150 Grad, ne? Wir gucken mal. Ja, sehr gut. So, dann den Schokokuchen hier auch mal rein. Dann werden wir noch einen lecker Schokokuchen machen. 320 auch bei 150 Grad. Jo. Zack, dann packen wir die Kekse. Ach, guck mal, hier ist noch was drin. Was habe ich denn da noch gehabt? Der Sternform, ist das schon fertig? Nee, das haben wir gar nicht angemacht. 170 Grad, 4 Minuten. Okay. Vom letzten Mal, glaube ich, noch, ne? Habe ich ja gar nicht angemacht. Was ist denn da los? So, und dann haben wir hier noch lecker Kekse. Die können wir auch noch reinmachen. So, die brauchen 1 Minute 20 bei 160 Grad. Jo. 1,20. Die auch bei 160. Oh, da haben wir alles hier voll heute, ne? Also, da ist ja richtig, richtig Rambazamba. 160, 1,20. Ihr habt gesagt, ich soll vernünftig lesen. Ja. So, das haben wir soweit schon mal ready hier. Das heißt, ganz viele Kekse und lecker Schokokuchen drin. Ja, die Churros sind ein bisschen braun geworden. Aber ich glaube, die sind trotzdem noch gut. Das ist selbst gemacht. Mal gucken. Das ist Churros mit Krapfenteich. Vielleicht schmeckt das ja auch, ne? Man weiß es nicht. Man kann die jetzt aber, glaube ich, kann man hier auch mehrere platzieren. Das geht auch. Aber wir haben ja auch das Blech, ne? Warte mal. Vielleicht können wir das ja hier mit dem Blech aufnehmen. Aber ich glaube, die können wir wegschmeißen, ne? Nee. Ich glaube, das ist nichts. Nee. Also, das war ein misslungenes Experiment. Die schmeißen wir mal weg. Die können wir ja keinem geben, ne? Also, das ist, ja, das war wieder richtig schlau von mir. Aber guck mal, mit dem Backblech hier, ne? Das läuft echt tipptopp. Die sind verbrannt. Die können wir nicht nehmen. Ich würde sagen, wir bestellen da gleich nochmal neue. Weil Geld spielt ja hier keine Rolle. Zumindest jetzt hier,
was das angeht. Die finde ich jetzt nicht so dolle. So, nehmen wir die mal auf hier. Ja, die tun wir weg. Die können wir nicht mehr nehmen. Nee, das ist... Das können wir unseren Feinschmeckern hier nicht bieten. Bedeutet, wir bestellen nochmal ein bisschen Krapfenteig. So, wo ist er? Da. Zack. Haben wir zwar ein bisschen Geld verschwendet, aber... Diesmal lese ich mir dann auch durch, was da jetzt quasi reinkommt. Das wird dann jetzt auch gleich geliefert. Und da ist es schon von Cooking Bay, ne? Wer kennt es nicht, ne? Kuchenteig bei Cooking Bay. So, Krapfen. Rein da. 1,50. Das war doch 1,50. Ah ja. Okay. Gut. Packen wir das nochmal rein. Und werden das Ganze dann hier nochmal fertig machen. So. Läuft auf jeden Fall sehr gut. Dann werden wir gleich die Kekse rausholen. Die sind nämlich schon fertig. Können wir vielleicht mal Standardkekse machen? Müssen wir mal gucken. Ich hätte natürlich jetzt auch wieder ein Rezept nehmen können. Aber ich wollte das auch mal ausprobieren, ne, wie das funktioniert. 1,50. So. Dann machen wir das mal rein hier. So. Auf geht's. Guck mal, hier sind auch schon viele Sachen fertig. Wir nehmen mal die leckeren Kekse raus. Guck mal, das sind hier so super Kekse. Können wir die eigentlich auch jetzt hier mit dem Blech nehmen? Warte mal. Vielleicht könnten wir nämlich dann direkt die Sachen hier... Geht das? Jo, guck mal. Nee, es geht nicht. Warum geht das jetzt nicht? Das finde ich jetzt auch wieder blöd. Ich muss die immer einzeln rausnehmen. Das finde ich echt sehr schade. Aber vielleicht können wir die dann jetzt hier gleich gemeinsam garnieren. Dass man die alle einzeln rausnehmen muss, ne? Das verstehe ich manchmal nicht. Oder müsste ich die erst... Warte mal, wir haben hier so eine Knetmaschinenschüssel. Können wir die da reinpacken? Was? Nein, was ist jetzt los? Ne, wir müssen echt hier einzeln rausnehmen. Das ist echt viel Arbeit. Ach nö. Aber wieso gehen denn die jetzt nicht komplett raus hier? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Was? Er hat die Spielmechanik kaputt gemacht. So. Packen wir jetzt mal hier drauf. Nein, mit E, Leute. Mann, 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 Mann. Was ist da los? So, E. So. Also, manchmal ist die Belegung echt schwierig. So, was sind jetzt Standardkekse? Na komm, machen wir eine Runde Standardkekse. So. Wir haben ja noch mehr davon. Packen wir es mal wieder rein hier. Ah! Die frittierten. Nein, nein! Ach, ach, weg! Ja, 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 ja! Mach aus! So, Krapfen fertig. Mann, was ist da los? Was ein Stress hier! So, machen wir einmal Standardkekse. Ich würde sagen, die Herzkekse, die machen wir Standard und die anderen machen wir dann ready. Ja, lol. So rum ging's, genau. Ach, toll! So, machen wir einmal Standardkekse. So. Sehr gut. Dann machen wir einmal, das können wir mal zumachen hier. Machen wir einmal die runden Kekse. Die machen wir ein bisschen anders. Da werden wir ein bisschen Glasur draufpacken. Stimmt, so rum ging das. Ach, manchmal vergesse ich das, ne? Kennt ihr das, wenn ihr manchmal Sachen vergesst? Das ist manchmal echt schwierig. Kann ich die jetzt eigentlich auch mit dem Spatel? Man braucht auch nicht mehr so viel. Wir machen das mal mit Zuckerglasur, Rotwein. Können wir das jetzt hier? Können wir das auch komplett machen? Hör mal. Nee, komplett geht nicht. Aber guck mal, man kann die hier auf den Blechen hier super garnieren jetzt, ne? Guck mal. Da machen wir noch so lecker so Schokocreme drauf. Und man, das wird jetzt auch... Jetzt machen wir ein bisschen Schokoladenkonvertüre. Ne, die machen wir jetzt auch noch fertig. So, lecker, lecker. Finde ich gut, dass man das machen kann. Man kann jetzt, glaube ich, so 3 bis 4 Stück kann man davon dann nehmen. Ne,
Nee, warte, wir nehmen mal was anderes. Wir nehmen mal jetzt ein bisschen Vanille oder Zuckerglasur, sodass wir auch ein bisschen verschiedene Sachen haben. Ne? Finde ich auch recht cool. Das heißt, dann haben wir da ein bisschen Abwechslung. Man muss manchmal ein bisschen genauer zielen jetzt hier auf dem Blech, aber da kann man auch mehrere Sachen durch die Updates jetzt hier super gut dekorieren. Guckt mal, wie schnell das ging, ne? Schaut euch das mal an. Oh, lecker Kekse. So, die schmeißen wir mal hier hin. Das ist echt super mit dem Ding hier. Hätte ich nicht gedacht. So, dann kommen natürlich hier wieder die Sachen weg. Wir wollen natürlich immer wieder aufräumen. Heute gibt es nämlich mal Kekse und Kuchen von der Stange. Lecker Krapfen und so weiter. Dann machen wir das auch mal fertig. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns mal wieder das hier. Und nehmen jetzt hier einmal die Krapfen auf. Die können wir auch füllen eigentlich noch, ne? Oder machen wir die nur mit Puderzucker? Ich weiß noch nicht. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. So, das ist voll, ne? Mit dem Backblech, das klappt echt super mittlerweile. Also, es war eine gute Investition. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier ein bisschen Puderzucker einfach drüber. Ne, Krapfen mit lecker Puderzucker. Das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. So, guck mal. Geht das? Ja, man sieht es nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob das... Aber er erkennt es, ne? Ja, so ein bisschen erkennt man das. Krapfen mit Puderzucker. Irgendwie komisch. Manchmal erkennt das, manchmal erkennt das nicht. Vielleicht machen wir gleich noch mal ein bisschen was anderes drauf. Ah doch, man erkennt es so ganz leicht, wenn man halt richtig drauf guckt. Aber 1,50? Die müssten mehr als gut sein eigentlich, ne? So, guck mal. Krapfen mit Puderzucker. So, die kommen hier hin. Da haben wir natürlich noch ein paar mehr. Und dann machen wir gleich noch lecker Schokokuchen. Dann werden wir den Tag auch auflösen, weil wir brauchen ja die jeweiligen Punkte. Heute gibt es mal, wie gesagt, alles von der Stange. Ist eigentlich nicht so meine Sache, alles hier von der Stange zu präsentieren. Aber das machen wir heute einfach mal. Wir machen gleich nochmal was anderes drauf. Wir könnten die Krapfen natürlich auch noch füllen, ne? Vor allem die Frage, sind das jetzt Krapfen oder sind es Berliner, ne? Das ist, Krapfen ist zwar ein Krapfen, die werden ja frittiert. Aber irgendwie gefällt mir die Farbe dann nicht. Aber guck mal, er nimmt es an. Es sieht halt nicht perfekt aus, ne? Also, da müssen wir immer ein bisschen gucken. So. Dann haben wir das auch ready. Dann können wir die mal zu den anderen Krapfen packen. Ich bin mal gespannt, was sich da verkauft. Oder wie sich das Ganze verkauft. Am Ende des Tages selbstgemacht. Da steht selbstgemacht wieder. Das verstehe ich wieder nicht. Warum der jetzt selbstgemacht stand? Habe ich wieder irgendwas übersehen? Ach, guck mal, hier ist auch noch einer. So. Aber Geheimtipp, Leute, ne? Nehmt hier dieses Ding. So, jetzt machen wir nochmal was anderes. Das heißt, wir füllen das Ganze nochmal. Was haben wir da drin? Oh, Blaubeerfüllung. Guck mal, wir könnten jetzt hier das Ganze mit Blaubeeren füllen. Also das finde ich, glaube ich, nicht verkehrt, ne? So. Läuft auf jeden Fall. Ganz viele Leckereien, ne? Also lecker Krapfen, Schokokuchen und Kekse haben wir heute. Ein paar Naturkekse haben wir auch gemacht, ne? Das ist, denke ich mal, auch mal was Gutes, weil gibt ja auch Leute, die essen so Standardkekse. Zum Beispiel ich mal, wir machen das jedes Jahr mit meiner Family. Mit meinen Eltern, meinem Bruder und so. Dann machen wir immer lecker Kekse zu Weihnachten. Und da esse ich eigentlich auch eher so die Standardkekse. Oder mal mit Streusel oder sowas, ne? Das ist bestimmt auch ganz lecker. So, da haben wir alles drin. Und die können wir jetzt noch hier mit diesem Spatel noch mal ein bisschen verfeinern, indem wir einfach sagen, okay, komm, Blaubeer, nehmen wir noch eine individuelle Zuckerglasur, die wir uns irgendwann mal erstellt haben und machen das jetzt auch noch fertig hier. Das geht auch, guck mal. So richtig schöne, leckere Krapfen. Ah ja. So, da können wir das ein bisschen noch kombinieren hier. Schlagsahne können wir auch mal nehmen. Machen wir mal ein bisschen Abwechslung, ne? Damit die Leute auch ein bisschen Auswahl haben hier bei uns in der Konditorei. Das heißt, heute haben wir uns mal hier auf den Kauf von gewissen Dingen gewidmet.
Ne? Beim nächsten Mal werden wir dann wieder lecker selber backen. Ich werde auch noch ein bisschen weiterspielen, sodass wir da auch noch weitere Rezepte uns noch freischalten können. Nämlich, das habe ich irgendwie unterschätzt. Ich glaube, wir hatten am Anfang ein bisschen zu viele davon. Und ja, deswegen, ne? Guck mal hier. Boah, das sieht echt gut aus, ne? Da haben wir die Standardkrapfen mit Puderzucker. Hier haben wir die mit so einer schönen Glasur. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. So, jetzt kommen wir mal zu den Kuchen hier. Was ist das? Den habe ich falsch eingestellt. Okay, der kam weg. Wahrscheinlich habe ich den vergessen, einfach rauszunehmen. So, der ist gut, der Schokokuchen. So, packen wir mal hier hin. So, den packen wir auch mal hier hin. Dann können wir das beispielsweise als Grund nehmen. Ja, so, zack. So, dann nehmen wir mal den Spatel hier. Soll ja ein Schokokuchen sein. Schokoladenkuvertüre. Ah, ne, wir machen mal Karamell. So. Ja, toll, jetzt habe ich hier Karamell und Karamell. Super. Machen wir mal das hier. So. Das kommt hier an der Seite. Das kommt dann hier drauf. So Rotwein. Ah, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann nehmen wir das hier. Zack, packen das drauf. Dann nehmen wir da ein bisschen Schlagsahne. So an der Seite. Damit wir da ein bisschen eine andere Farbe drin haben. Und dann können wir noch oben wieder Schokoladenkuvertüre draufpacken. So, guck mal, das haben wir schon soweit schon mal ready. Richtig schöner, leckerer Schokoladenkuchen. Und da oben können wir jetzt hier, wo ist das hier? Mit dieser Spritze. Können wir das Ganze noch so ein bisschen garnieren. Ich habe natürlich noch die rosa Sachen hier mit drin, aber ist ja nicht schlimm. So ein bisschen austesten hier, ne? Dass wir das Ganze dann hier noch so ein bisschen dekorieren. Man hat natürlich jetzt noch ein bisschen mit Lebensmittelfarbe reinpacken können, um das Ganze dann wieder neutral zu machen. Und dann werden wir ein paar Figürchen noch draufpacken. Und werden den Tag dann vergehen lassen. Guck mal. Sieht doch tipptopp 1A aus, ne? Lecker Schokoladenkuchen heute. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier alles haben. Ne, warte mal, da war nichts drin. Wir gucken mal. Ich hatte doch irgendwann schon mal welche geholt. Guck mal, so ein Häschen oder sowas. Und es gibt auch neue mittlerweile. Habe ich hier irgendwo noch welche? Eine Rose? Nee. Hier, diese Emojis. Nehmen wir mal die hier. Ja, null. Das passt natürlich gar nicht. Nee, das passt überhaupt nicht. Nee, das können wir nicht machen, Leute. Können wir das jetzt auch hier reinschmeißen? Nee, leider nicht. Nee, das passt nicht. Nee, optisch ist da nichts. So, das legen wir erstmal beiseite. Wir können das ja für eine andere Deko nochmal nehmen. So, guck mal. Leckeren Schokokuchen, ne? Also, ich finde den super, super lecker. So, den haben wir dann soweit fertig, ne? Das heißt, lecker Schokokuchen. Ein paar Kekse gemacht, die sind halt Standard. Dann ein paar Krapfen, hier auch ein bisschen ein paar individuelle Kekse, hier mit Puderzucker. Und dann würde ich sagen, schließen wir den Tag mal ab und gucken mal, wie viele Backpoints wir bekommen. Jo, wir beenden den Tag. Und dann haben wir heute mal ein bisschen was von der Stange gemacht, mal keinen Teig selber gemacht. Das wollte ich auch mal testen. Oh, ich glaube, der Erdbeerkuchen, der ging nicht wirklich gut weg. So, ganz viele Daumen nach oben, ne? Guck mal. Den Teig habe ich auch nicht selber gemacht, habe ich gekauft, ne? Aber psch, nicht weiter sagen, Leute, ne? So, ich glaube, es geht alles weg, ne? Es geht weg wie warme Semmeln, Leute. So, alles weg, alles verkauft, sehr gut. Jetzt gucken wir gleich mal, wie viele Punkte wir bekommen. Wir sind auf Platz 44, sind wir im Hoch. Oh, guck mal. So. Manche war verwundert. Sehr gut, sehr gut. PP, das sind die Perk-Punkte, ne? So, jetzt gucken wir mal hier. Bake Points 57. Guck mal, jetzt haben wir wieder genug. Bedeutet, wir können jetzt uns dieses Rezept hier freischalten. Wir haben 57 Punkte. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir Ahorn-Sirup-Kuchen und werden vielleicht noch irgendwas anderes machen. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wie immer gilt natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ja, und ich sage einfach mal bis dahin.
Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Homer.